Es geht mal wieder um Überspannungsschutz. Scheinbar gibt es da immer noch so viel Unklarheiten und Halbwissen, dass ich nochmal das Video machen möchte. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem Video heute geht es um Überspannungsschutz und warum ich der Meinung bin, jeder soll das nachrüsten und das ist wirklich wichtig. Wie wir alle wissen, in einer Neuanlage ist es mittlerweile vorgeschrieben, dass man in einer Zählerverteilung, in einer Hauptverteilung unterm Zähler, also im Vorzählerbereich, einen Kombi-Ableiter einbaut. Das ist vorgeschrieben. Eine Nachrüstpflicht für ältere Anlagen, auch wenn sie noch gar nicht so alt sind, besteht natürlich nicht. Ich möchte aber heute ein paar Punkte erklären, warum ich dennoch dafür bin, dass, wenn es irgendwie geht, dass man einen nachrüstet. Es muss ja nicht immer da unten einer sein. Es gibt ja genauso gut den Typ 2 oder Typ 2, den man in die Unterverteilung zum Beispiel einbauen kann. Aber lasst es mir ganz ein bisschen ausholen. Ich möchte euch zuerst einmal vier Möglichkeiten aufzeigen, wie eine Überspannung entstehen kann, beziehungsweise wie das vonstatten geht. Die meisten gehen davon aus, der Blitz schluckt ins Haus ein. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Viele sagen dann, haben ja einen äußeren Blitzschutz dran, Blitzableiter, dann wird das außen abgeleitet und dann brauche ich innen sowieso keine teure Überspannungsableiter, brauche ich dann nicht mehr. Selbstverständlich, das ist eine Möglichkeit, wobei das Thema äußerer Blitzschutz, äußerer, innerer Blitzschutz noch mehr anderes Thema ergibt und vorher größeres Thema ergibt. Über das möchte ich heute in dem Video nicht reden. Heute geht es um Anlagen, die keinen Blitzableiter dran haben. Die zweite Möglichkeit ist ein Blitzeinschlag in der Nähe meines Wohngebäudes. In der Nähe einer Siedlung, irgendwo draußen in die Erde ein, wobei Spannung sich in der Leitung, Überspannungen in der im Boden verlegten Leitungen ausbreiten kann und das kann in einer Entfernung von 2 Kilometer sein, dann kannst du immer noch deine Geräte zusammenhauen. Dass man das einmal weiß, 2 Kilometer entfernt, wenn ein Blitz einschluckt, kannst du immer noch Schwierigkeiten haben mit deiner Anlage. Die dritte Möglichkeit, der Blitz schluckt direkt in die Freileitung ein. Also noch vor deinem Ortstrafo in einer Überlandleitung zum Beispiel und da verbreitet sich diese Überspannung in dem Leitungssystem des Netzbetreibers. Der Netzbetreiber hat natürlich auch selber Überspannungseinrichtungen, die da wirken, die da greifen, aber nichtsdestotrotz bilden sich trotzdem meistens noch Spannungsspitzen, die sich im Netz verteilen und Auswirkungen dann beim Endverbraucher auslösen. Und das vierte, was die meisten überhaupt nicht wissen, Schaltvorgänge beim Netzbetreiber selber. Wenn der irgendwo Schaltungen vorstellt, das heißt Leitungen oder zusätzliche Trafos dazuschaltet oder wegschaltet. Und das darf man nicht unterschätzen, das wird immer mehr wie die Photovoltaikanlagen zum Beispiel. Früher hat man da gerade eigentlich einen Fernseher geschützt. Ich weiß das aus meinem Elternhaus, wenn wir einen Ausflug gemacht haben, im Sommer hat es geheißen, einen Stecker außer von der Wand, also einen Netzstecker außer und auch einen Antennenstecker, weil es könnte ja auch über die Antennenleitung eine Überspannung stattfinden. Später hat man, wenn man einen PC-Card hat, so Mehrfachsteckdosen mit Blitzschutz, mit Überstromableiter gehabt. Da hat man einen Computer, den einen Familiencomputer, den man gehabt hat, hat man da geschützt. Aber mittlerweile ist ja das gravierend worden und viele Leute denken da gar nicht dran. Was hat man heute in so einem modernen Haushalt? PV-Anlage, Batteriespeicher, Smart-Home-Geschichten, wo halt, selbst wenn es KI-Nix-Taster drin, oder das Shelly-Zeug, so ein Shelly im Prinzip ist ja sowas nichts anderes wie ein kleiner Computer. Stellt euch vor, ein Kauz, ich hab's da so ein ganzes Haus damit gemacht und es haut euch 10, 15 sich eine Teile zusammen, muss nicht unbedingt sogar nur der Geldaufwand sein. Aber das wieder auszubauen, die neue einzubauen, einzurichten, was das Zeit und damit Geld bedeutet. Und nicht zuletzt jetzt die E-Mobilität. Wenn Sie es gerade ein Auto beim Laden angesteckt habt, dann kann sich das durch die Bank bis in ein Auto auswirken. Ob das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht, Fakt ist, dass zum Beispiel 2021 2 Millionen Blitze erfasst worden sind. Dadurch sind 210.000 nur gemeldete Schäden entstanden und die Schadenssumme belief sich auf 200 Millionen Euro. Wenn ich das hier
bauen wir schon lieber so ein Teil ein. Das hinter mir soll jetzt eine Unterverteilung in einem Wohnhaus simulieren. Selbstverständlich kann das in einem Zählerschrank drin sein, in einer Wohnungsunterverteilung, Unterputz, Aufputz. Das dient ja jetzt nur zur Demonstration. Und wie ich schon gesagt habe, wenn halt eine neue Anlage da ist und es ist ein Kombi-Ableiter unter dem Zähler, im Zählervorbereich installiert und ich habe gar keine weitere Unterverteilung oder die nächste Unterverteilung ist bloß 3-4 Meter entfernt, kein Problem, dann hat sich sowieso schon safe. Diese Kombi-Ableiter haben sowieso Typ 1 und 2. Wichtig zu wissen dabei ist, wenn man sowas nicht hat oder wenn die Entfernung zwischen, leitungstechnisch gesehen, zwischen diesem Kombi-Ableiter und der nächsten Unterverteilung mehr wie 10 Meter ist, empfiehlt sich nochmal, keine Pflicht, aber es empfiehlt sich nochmal, einen Überspannungsableiter einzusetzen, weil auf dieser Strecke, auf diesen über 10 Metern, einfach wieder nochmal sich eine Spannung induzieren kann und wieder zu erheblichen Schäden führen kann. Natürlich gibt's elektrotechnisch ein paar Dinge, die man beachten muss. Wenn dies die Einspeisung ist, mit einer Hauptabzweigklemme, sollte mit so kurz wie möglich die Adern direkt da herin installiert werden. Nicht das Gerät irgendwo ganz unten hinten und Ewigkeiten eine Verdrahtung. Es sollte in Energieflussrichtung eingesetzt werden. Wir haben jetzt da einen Klemmblock. Wenn wir das jetzt da hermachen würden, könnten wir einfach nochmal rüber verdrahten. Jetzt haben wir aber da extra, deswegen habe ich das heute mitgebracht, ein Nice-System, diesen DenGuard MP. Wie man schon sieht, hat der eine Durchgangsverdrahtung oder man kann darüber eine Durchgangsverdrahtung machen. Das heißt, der könnte in bestimmten Fällen, wenn dies so genutzt wird, dass man nur einen Eingang hat und einen Ausgang an dieser Hauptabzweigklemme, könnte man die rausnehmen und den direkt einsetzen. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Wie man sehr schön erkennen können hat, muss man natürlich die bestehende Verdrahtung, die in dieser Hauptabzweigklemme bis zum EFI runter verdrahtet war, entfernen, weil es wahrscheinlich mit der Länge nicht auch kommt. Beim EFI, wenn es ein herkömmlicher mit Schraubanschluss ist, braucht man Aderenthülsen. In dieser Push-In-Klemme, Käfigklemme, braucht man keine Aderenthülse mehr. Man kann eine starre Ader einfach einstecken, man kann eine mehrdrähtige Ader einfach reinstecken und auch eine feinstadrige ohne Aderenthülsen im Prinzip wie in einer Vagoklemme. Und das Gute ist jetzt die Durchgangsverdrahtung. Man geht mit der Zuleitung immer, das sind jetzt vier Pole, auf der linken Seite mit der Zuleitung rein und auf dem zweiten Kontakt, den rechten Kontakt, runter zum EFI. Und ganz unten hat man dann einen Schutzleiter. Auch da ist ein zweiter da, dass man dann wieder rauf auf die PE-Schiene gehen kann. Da würde ich aber sowieso empfehlen, den PE erst gar nicht bis da runter installieren, sondern den PE in diese PE-Schiene einzuführen und von da dann eine einzelne flexible Ader bis da runter. Und schon passt es. Selbstverständlich muss man das Ganze im spannungsfreien Zustand machen. Wenn man das unter Spannung machen würde, kann es auch, dass dich die ganze Geschichte schlafen legt und du am nächsten Tag wieder früh aufwachst und bist tot. Das war natürlich scheiße. Also immer vor einem Elektriker machen lassen oder wenn sich einer damit auskennt, im spannungslosen Zustand. Selbstverständlich gibt's das Teil wieder für die verschiedenen Netzformen und selbstverständlich ist ein Beipackzettel dabei, wo die ganzen verschiedenen Anschlussschemen, je nach Netz
ob man eine Verdrahtung oder eine Durchgangsverdrahtung braucht, wo alles wunderbar aufgezeigt ist. Es ist eine technische, die technischen Daten sind dabei, wie lange man die Adern abisolieren muss, zwischen 5 und 10 mm für die Push-In-Klemme. Es steht drauf, welche Adern rein dürfen, also es ist alles vorhanden. Ich hoffe, den einen oder anderen hat jetzt das die Augen geöffnet und ein kleines bisschen erklärt, warum ich der Meinung bin, im Verhältnis zu dem, was sowas kostet und was Schaden in einem Haus entstehen kann, gerade in Bezug auf Immobilität, Photovoltaik, Wechselrichter, Smart-Home-Geschichten, heute hat man ja immer mehr. Und es kann halt einfach zu großen Schäden kommen, die vollgeil kosten und mit dem kann man halt einfach ein kleines bisschen entgegenwirken. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, selbstverständlich. Wenn ein Blitz in ein Haus einschlägt, direkt in ein Haus, ich habe sicher in Wohngebäude schon gesehen, da hat's 10 Meter in dem Haus drin im Gebäude, wo die Steigleitung verlegt war, wo der eingetreten ist, das hat es von der Wand rausgerissen, das Kabel. Das ist in der Wand explodiert. So viel Gewalt, die Sicherungskassen, die lösen sich nahezu in Luft auf. Also gegen sowas kann man sowieso nicht schützen. Aber man kann halt sehr, sehr gut entgegenwirken. Und das möchte ich mit diesem Video zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was es braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Selbstverständlich, mir ist vollkommen bewusst, dass jetzt da wieder der eine oder andere sagt, nein, der baut sich das auf keinen Fall ein, das ist nur Geldmacherei von irgendeiner Lobby und so weiter. Und wenn man sowas einbaut, dann zieht man sich erst einen Blitz ins Haus ein. Also wenn man das nicht hat, dann gab es keine Überspannung im Haus, nur wenn man das einbaut. Ja, ich weiß, aber ich versuche, dass ich sowas gar nicht mehr lese. Wenn einer konstruktive Anmerkungen hat, nur das ist halt jetzt ein Installationsbeispiel. Wenn da irgendwann daherkommt und da sagt, da war das nicht hundertprozentig abisoliert oder irgendetwas, das interessiert mich einfach nicht mehr, weil um das ist es in dem Video nicht gegangen. Es ist darum gegangen, zu erklären, was für Möglichkeiten überhaupt gibt, dass Überspannung entsteht und ich glaube, das habe ich in dem Video gut umgebracht. Danke für deine Anmerkung, aber das hilft jetzt einfach nicht.